hier haben wir auch den ersten anderen Stein gefunden, außer Cobblestone. So, auf die Höhe müssen wir. Wir könnten auch einen direkten Zugang zum Meer machen. Müssen wir halt dann mal gucken, wie tief das Meer eigentlich ist. Dass wir das auf der richtigen Höhe anbringen. Oh, Kacke. So. Ist jetzt im Moment natürlich wie immer ein bisschen langweilig. Aber ich meine, es war ja gerade sowieso Nacht. Aber da wird man gleich mal nachgucken, ob es immer noch so ist. Spätestens wenn die Spitzhacke kaputt ist. Dann muss man nämlich sowieso hoch. Erde lässt sich besser abbauen mit der Hand als mit der Spitzhacke. Deshalb machen wir das auch so. Viel besser. Viel schneller. Minecraft wird vermutlich 2 bis 3 Mal die Woche bei mir erscheinen. Kommt drauf an, ob ich den Landwirtschaftssimulator von Montag, Mittwoch, Freitag verdrängen möchte. Oder ob ich einfach sage, okay, ich bringe am Wochenende doch auch wieder ein Video raus. Wo bin ich denn? Auf 62. Das geht ganz schön weit hier runter. Ne, das ist der Nachteil, wenn man relativ hoch anfängt. Ich glaube, wir haben auf 80 plus angefangen zu nach unten zu graben. So, aber dann gucken wir gleich mal raus. Ja, Tag ist. Dann werden wir uns doch mal schnell ein Steinschwert machen. Holz haben wir keins mehr. Nichts los hier. Doch da oben soll irgendwas stehen. Nö, alles clear. Sehr schön. Erste Nacht überstanden. So, ich weiß gar nicht, welcher Baum das war. Ich glaube, den hier müssen wir noch wegmachen. Da machen wir uns aber einfach mal einen neuen Crafting Table. Brauchen wir sowieso ein paar. So, und dann bauen wir uns noch eine Axt. Dann geht die ganze Chose ein bisschen schneller. Cool ist, dass die Blätter hier auch gleich immer abfallen. Und man nicht so lange warten muss, bis sich so ein Baum zersetzt. Falling Leaves. Ja, hier wird wahrscheinlich eine breite Treppe nach oben führen. Dann wird oben unser Haupthaus entstehen.
im asiatischen Stil, möchte ich jetzt mal sagen. Ich möchte mich nicht festlegen, asiatisch, möchte mich jetzt nicht festlegen, ob es japanisch oder chinesisch wird. Ich nenne es einfach mal asiatischer Stil. Da halte ich mir alles offen. Soll auf jeden Fall dann schon schön aussehen. Deshalb werde ich jetzt hier einfach mal einige Bäumchen kappen. Holz brauchen wir immer. Und dann werde ich noch gleich was machen. Die Bäume hier noch choppen. Und hier haben wir ja zum Glück schon eine kleine Wasserfläche. Die können wir eigentlich gut benutzen. Um uns ein Feld anzulegen. Weil Nahrung wird irgendwann ein Problem werden. Ein Mod werde ich gleich noch gucken, ob wir den drauf haben. Das war, glaube ich, Cooking for Blockheads. Und zwar Cooking for Blockheads. Jawoll. Terracotta braucht man da. Okay. Cooking for Blockheads ist ein sehr geiler Mod. Den hatten wir auf... Oh. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall dem letzten Let's Play, was ich in Minecraft gespielt habe, hatten wir den drauf. Und das Coole an diesem Mod ist, dass er einfach viele Rezepte kennt. Und man da nicht selber lange Kochrezepte suchen oder machen muss. Sondern der hat die alle... Hä, ist jetzt schon wieder Nacht? Ja, scheint so. Dann stellen wir hier noch kurz ein paar Torches auf. Bevor hier die Monster spawnen und kaum habe ich den Gedanken, sind schon welche gespawnt. Tee, Zucchini, Süßkartoffel, alles hin damit. So. So, die Nacht werden wir wieder in unserem kleinen Häuschen verbringen. Aber ich werde hier eine kleine Änderung einbauen. Fans. Ich hätte gern einfach so einen stinknormalen Zaun. Dass wir sehen, wann Tag wird. Ist ja einfach, oder? Okay, hier brauchen wir keinen. Aber der reicht ja auch. Der geht Richtung Osten. Perfekt. Im Osten geht die Sonne auf. Ihr kennt das Sprichwort. Im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen wird sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen. So. Die Chests haben auch noch ein paar. Gut, Essen war hier. Dann nehmen wir mal Holz, nehmen wir mal raus.
Holztum war. Da rein. Ist ein bisschen klein hier. Aber das wird schon am Anfang erstmal reichen. Stein tun wir oben rein. Stein tun wir oben rein. Auch ein Rhyme. So. Canola Seeds weg damit. Jo. Kommt schon wieder so ein Zombie. Ja, den machen wir auch hier rein. Gut. Haben wir erstmal eine Grundversorgung. Also wie gesagt, Cooking for Blockheads ist eine coole Sache. Die werden wir auf jeden Fall auch machen. Weil so können wir ziemlich schnell viele schöne Gerichte bauen. Was wir jetzt natürlich nicht mitgenommen haben, sind neue Fackeln. Das ist ein bisschen doof. Aber wir gehen hier jetzt mal wieder ein Stück zurück. So kommen wir nicht in eine Richtung komplett. Und ich sehe auf der Minimap auch da hinten irgendwo eine Lavahöhle. Oh, hier haben wir nochmal Kupfer. Nehmen wir natürlich auch mit. Er sagt dazu schon nein. Und Marble, jawollo. Marble, eines meiner Lieblingsobjekte in Minecraft zum Bauen. Jetzt habe ich ein Fell gelandet. Eisen hätte ich eigentlich gern mal. Aber Eisen will noch nicht so. Andesit, Diorit haben wir. Mit Diorit können wir auch schön bauen. Ich hoffe, ihr seht auch was. Eigentlich habe ich es jetzt nicht zu dunkel eingestellt. Standardmäßig 50% Brightness. Noch mehr Kupfer. Wir haben zum Glück eine zweite Spitzhacke mitgenommen. Aber ich glaube, das war es jetzt auch gleich schon wieder von der Nachtschicht. So. Hoppel die Hoppel nach oben. Sind wir doof. Ich hatte die ganze Zeit Kohle mit dabei. Hier tun wir das rein. Oh, was sagt die? Was sagt die Uhr? Haben noch ein bisschen Nacht. Gucken wir mal hier rein. Here, not needed, extended. You should know the one probe.
This mod can show a tooltip on screen when you look at block or an entirety. In this pack, the probe is configured to require to see extended information when sneaking, but not for basic information. Okay. Fine. This. Okay. Dann machen wir mal hier. Needed. Extended. Das war natürlich mein Mobiltelefon. Not needed. Needed. Okay, wir lassen das einfach mal so. Ich find's nämlich cool, wenn du siehst. Wenn man sieht, welche Mods und welche. Oh, Discovery. Was ist das? Hover over one of the clusters and zoom in using the scroll wheel or. Ah, hier. Diese. Aha. Das ist so ein. Marvel. Aha. Ich habe noch keine Ahnung, was das ist. Okay. Okay, das ist irgendwas über die Zukunft. Brauchen wir jetzt mal nicht. Gehen wir auch zurück. Vor allem haben wir wieder Tag. Renn erstmal raus. Mal die Lage checken. Ach so, genau. Hier ein paar Seeds Beans. Canola ist eigentlich so eine Sache, die brauchst du eigentlich nie. Wolle auch nicht. Gut. Dann werde ich hier mal noch ein bisschen was anpflanzen. Mein Handy möchte, glaube ich, Aufmerksamkeit. Süßkartoffeln hat man da schon. Reis. Der Reis ist aber schnell gewachsen. So. Das sind Würmer. Und die Würmer haben hier die Eigenschaft, wenn man die da drauf macht, genau das. Oh, das ist cool. Das ist cool. Kann ich den auch wieder wegmachen? Ah ja, der verschwindet alleine. Okay. Das ist geil. So, unser kleines Feld. Die Würmer können nämlich auch da, wo eigentlich nichts, wo eigentlich kein Wasser ist, können die Felder anlegen. Das heißt, ich muss nicht mehr überall Wasser haben, sondern ich kann auch einfach so ein Feld anlegen. Das ist sehr nice.